Holdrio, willkommen zu unserem Battle. Und wie ihr seht, die Höhle hat ein bisschen gelitten, die wir hier hatten. Ja, hallihallo. Ja, der Ultbull ist auch zufällig gerade da. Was heißt zufällig? Der ist eigentlich noch gar nicht weg gewesen. Also immer wenn ich da bin, ist er auch da. Ich glaube, der... Naja, heute warst du vor mir da. Gut, ja, wir haben unsere kleine Anfangsbasis verlegt, weil die erste noch sehr dicht unter der Oberfläche war. Habt ihr ja gesehen, als wir hier reingelaufen sind. Dann haben wir hier alles verbarrikadiert. Ich nehme auch die Fackeln direkt wieder mit. Und dann sind wir halt weiter runtergegangen, haben uns ja umgeguckt. Und haben dann ein Mineshaft gefunden, den wir dann uns zunutze machen. Da renne ich jetzt mal schnell hin. Und zack, zack. So, genau. Dann hatten wir hier erst eine kleine Zwischenbasis. Und hier haben wir jetzt unsere richtige Basis. Wie ihr seht, die nicht. Ja, ich sehe die. Ich klopfe mal hier auf den Stein und schon, tada, sind wir da. Ja, schon mit einer Secret Door vernichtet. So. Ja, wie ihr seht, Old Bull hat schon eine Nanorüstung an. Das heißt, wir haben schon einiges geschafft jetzt. Heute ist Sonntag. Sonntag früh, der zweite Tag quasi. Die ersten, ich glaube, 27, 28 Stunden sind rum. Und ich wollte euch mal zeigen, was wir in der Zwischenzeit alles gebaut haben. Ja, hier deine ist unser, Nano ist auch fast fertig. Ja, hier ist unser Hightech-Lager, also vollautomatisch, nämlich gar nicht. Das ist das Einzige, was noch voll manuell läuft. Aber da arbeiten wir dann auch noch dran. Halt ein paar Kisten hier mit ein paar Schildern versehen. Die kleinen Schilder hier sind ja aus, aus diesem Bibliotheks-Mod. Da kann man halt Items reinlegen und dann die Kisten beschriften, was drin ist. Hier haben wir unsere kleine Bastelecke mit zwei Project Tables, einen normalen Table, zwei normale Öfen und hier sind unsere Barren drin. Unsere Futterkiste und die Mobblutkiste und ihr wollt natürlich sehen, was da hinten alles ist. Vorher aber noch hier unsere Reiseabteilung, sag ich mal. Ein paar Bücher, es sind noch nicht viele, wir haben glaube ich erst drei. Die aber auch mehr als ausreichend sind. Das hier ist unsere H5, unsere erste Welt, die wir haben. Eine Flatmap, die haben wir random generieren lassen, damit wir überhaupt mal was haben. Und die H14, das ist unsere, ja, unsere zweite Farming Map quasi. Die benutzen wir aber nicht so oft, weil dort es dauerregnet. Das ist also nicht so praktisch. Und die H10 ist unser Lieferant für hier unser Energielieferant. Da können wir gerne mal reingucken. Da ist nämlich nur Lava. Hier ein riesen Lavasee. Sprich, wir haben eine Seite gefunden, wo es Meere gibt und wir haben eine Lava-Seite gefunden. Also haben wir uns ein großes Lava-Meer gemacht. Coal Tendrils haben wir auch. Was uns noch fehlt, ist Eisen, aber ansonsten sind wir soweit schon mal ganz glücklich. Ja, und wie ihr seht, ringsrum nur Lava. Wir haben also hier eine kleine Insel und Lava. Ich glaube, das war hier auch ein Kohl-Tendril, ne? Das war einfach nur die Spawnplatte und dann ein Tendril, ja, ne? Ja, mehr haben wir hier nicht. Direkt auf den Tendril drauf. Ja, hier die Pumpe, die saugt uns die ganze Lava ein. Wird dann hier unten in dem Liquid Transposer wird das dann in Zellen gefüllt. Die Zellen landen dann hier in der Ender Chest, werden dann rüber transportiert über die Ender Chest in die unsere Hauptwelt, wo wir jetzt wieder hingehen können. Wir müssen hier mit Befehlen arbeiten, weil ja, wir ansonsten da noch arge Pros lag ein bisschen. arge Probleme haben. So. Und landet dann in dieser Ender Chest, wird dann hier durch den Liquid Transposer in die Leitung gepackt und dann haben wir hier einen Riesentank. Das ist einer aus Zeitkraft, der mittlerweile voll ist. Wir haben also 1,6 Millionen Liter 1600 Lava. Buckets. Ja, 1600 Eimer Lava drin. Die versorgen dann hier unseren Strom. Komm mal kurz her. Ja. Da, ich habe da was für dich. Oh. Schwarze Klamotten. Man in Black. Ja, Man in Black. So, müssen wir mal tauschen. Aber das Jetpack lasse ich erstmal an.
Und da hast du gleich was Schönes. Ich bin jetzt Main Fast so, in Black. Mach gleich für Area noch einen fertig. Ja. Hier ist dann unsere erste Linie hier, die halt pulverized brennt, in Kisten schmeißt. Hier haben wir eine Magma Crucible, den wir eigentlich so gar nicht mehr brauchen. Das war halt unsere erste Lava-Versorgung. Na doch, den brauchen wir. Dann das der ist nicht die Lava, sondern für die Liquid Redstone. Ah ja, für Redstone, genau. Damit wir den dass Redstone wir die Energy Cells machen können. Ja, damit die in die Conduits leiden. Induction Smelter, ja, da ist auch noch nicht so viel. Welche machen, hast recht. So, dann haben wir hier neue Hightech-Blöcke. Ich weiß gar nicht, aus welchem Mod kommen die. Aus Power Converter. Ja, Power Converter, genau. Damit wandeln wir quasi den BC-Strom in IC-Strom um, so dass wir hier die Charging Bank benutzen können. Und dieser Block hier, wo ich jetzt draufstehe, der ist besonders schick. Ach, ist schon aufgeladen, meine Rüstung? Nö. Weil die ist schon voll. Muss ich draufstellen? Ja, weil hier kann man sich draufstellen und wenn man da draufsteht, dann wird diese Dings, aber bei mir ist schon alles grün angezeigt hier, meine Rüstung. Ja, ja, unten, aber im Inventar nicht. Ach so. Weil der glaubt, dass es voll ist, weil die halt noch keine Ladebalken haben. Okay, ich werde aber gerade nicht aufgeladen. Es kann daran liegen, dass ich das Jetpack aufhabe. Ich nehme das mal runter. Bei den Füßen fängt er an, ne? Na, bei mir hatte er, glaube ich, er hatte bei mir im Inventar angefangen, offensichtlich. Ja, weil das mag meine Body Armor schon halb aufgeladen ist. Ah, okay. Also wenn man dann hier draufsteht, dann wird halt geladen, wie ihr hier seht. Ist also sehr praktisch. In die Charging Bench können wir leider nicht reinlegen, weil das leider erstmal nur eine LV ist. Da passt die Nanosuite nicht rein, müssen wir also noch upgraden. Und damit kann man dann hier stehenderweise aufgeladen werden. So. Gut, da ich euch aber erstmal zeigen will, was wir noch alles haben, lasse ich das. Das mache ich dann gleich mal in Ruhe. Wenn ich frühstücke oder so, dann stelle ich mich dahin, dann geht das in der Zeit. So. Hier unten haben wir einen Zugang zum Nether. Da gibt es leider auch ein kleines Problem. Weil dadurch, dass das hier ein Bucket-Server ist und Bucket es ganz gerne macht, dass Nether-Portale nur einmal existieren dürfen. Wenn wir hier in den Nether gegangen sind und dann wieder aus dem Nether raus, sind wir bei den anderen gelandet. Für uns ganz praktisch, aber wir lassen das. Deswegen haben wir uns entschieden, hier mit einer anderen Lösung zu arbeiten. Wir haben uns also dann versetzt im Nether. Da haben wir eigentlich noch gar nicht viel gemacht. Ich kann mal durchgehen. Und haben dann hier so ein kleines Portal über Druckplatten und Befehle aufgebaut, dass wir dann halt immer geworbt werden. Und wir haben dann direkt eine Festung vor der Nase, haben die anderen auch. Und das war's dann im Prinzip, was der Nether angeht. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schluck auf. So, wie ihr hier seht, werden hier Schafe antransportiert. Das kann ich euch gleich erklären. Wir haben nämlich schon unseren ersten, ist der schon Tier 5, ja, ne? Ja, ja. Unseren ersten Tier 5 Soul Chart vollgepackt mit Schafen. War am einfachsten erstmal. Die Mobs folgen noch, da arbeiten wir noch dran. Die spawnen dann hier unten im. Die spawnen dann hier unten im Raum, in einem dunklen Raum. Das ist eigentlich so erstmal so ein reiner Monster-Falle-Raum gewesen. Da kommen dann noch die anderen Soul Charts drauf und dann können wir uns immer suchen, was wir gespawnt haben wollen. Das mache ich hier mal auf, dass ihr mal reingucken könnt. So. Und da drin haben wir Förderbänder. Das ist also so wie in der klassischen Variante mit Wasser. Bloß, dass hier Förderbänder sind und die Tiere, die auf sich einmal auf das Förderband hier verhaken, die kommen dann nicht wieder runter. Weil wenn man da versucht, gegen anzuarbeiten, wird man nur noch mehr drauf gefangen und die Mobs sind halt nicht kräftig genug, da wieder runterzukommen. Egal welche Mobs, es funktioniert auch bei Endermännern oder bei Creepern oder Zombies. Und die werden dann halt hier vorne hin transportiert. Und werden dann durch dieses schicke Maschinchen hier, wo ich erstmal gucken muss, wie das heißt. Stimmt voll, ich glaube, da kommt keine Wolle mehr rein. Der Mob Grinder, genau. Oh ja, wir müssen mal hier Wolle rausholen. Ich nehme mal ein bisschen was. Der Mob Grinder killt dann die Tiere im Umkreis von 4 Blöcken. Oder fängt er zumindest an, die zu killen. Na,
da hinten die Wolle komme ich nicht dran. Ja, ist egal. Naja, okay. Ja, und die Kiste sammelt das dann ein. Der Grinder hat dann noch den Vorteil, dass er quasi die XP, die entstehen würden, in flüssiger Form hier in den Tank leitet. Und mit diesem mit dieser Flüssigkeit kann man zum Beispiel hier einen Enchanter hinstellen, kann sich dann irgendwas da reinlegen, was verzaubert werden soll, wie Rüstung zum Beispiel oder sonstiges. Hast du zufällig was dabei? Das kannst du direkt mal reinlegen oben. Ja, ich habe hier noch die Rüstung drin. Ich habe jetzt Wolle, ne? Ich bin jetzt voller Wolle hier. Warte mal, ich muss mal hier... Leg da, ich habe Buch, ich lege Buch rein. Ja. Oder? Ja, kannst mal machen. So, dann kann man zum Beispiel ein Buch da reinlegen und dann fängt hier der grüne Balken an zu wachsen. Man kann hier die Level einstellen, die Maximallevelanzahl, die man ausgeben möchte. Wenn ich hier auf 10 einstellen würde, würde das Grüne halt schneller gehen. Bräuchte halt ein bisschen weniger Flüssigkeit, um das zu verzaubern. Und wenn das hier einmal durchgelaufen ist, dann hat man halt etwas verzaubert, wie zum Beispiel hier die Rüstung, die ich hier habe. Ja, und wenn einem die Rüstung nicht gefällt, dann geht man halt an den Enchantment Table, wenn man zumindest Enchanting Plus drauf hat und kann das Ganze dann umlegen. Also sehr sinnvoll. Und oh, mit der Flüssigkeit kann man noch viel, viel mehr machen. Was alles genau, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja, da muss ich mich auch nochmal reinlesen. Weil ich mich mit dem Mod noch nicht wirklich befasst habe. Das ist noch relativ neu für mich alles und ja. Aber auf jeden Fall eine feine Sache. Und wir arbeiten jetzt daran, die ganzen anderen Soul Shards voll zu kriegen. Wir haben da eigentlich schon für fast alles einen angefangen. Zombie ist schon auf Tier 4 und Skeleton auf Tier 3 und Creeper ist sogar auch schon auf Tier 3. Und Creeper wird ja für uns besonders wichtig werden, wegen der ganzen Gunpowder. Ja. So. Gut. Ja, das war es im Prinzip fast. Was wir hier hinten noch haben, ist hier eine kleine Farm. Die haben wir recht zu Anfang schon mal gesetzt, dass wir hier erstmal Papier haben, um die ganzen Bücher und Seiten machen zu können. Wobei wir Bücher mittlerweile uns totschmeißen können, weil wir so viele Bibliotheken finden in den anderen Welten. Und hier ist natürlich ja die bunte Farbzucht. Farbe braucht man immer. Und womit geht es besser als mit Pams Blumen, die ich hier hinten dann verarbeite, wenn ich sie verernte. Dann ist hier meine kleine Farbküche. Hier das Waschbecken, was ich halt brauche für das Wasser. Hier ein Regal, wo man Päuschenschelf, wo man Tränke reinhauen kann. Und oben ein Regal, da sind ein paar Backpacks drin. Kann ich mal rausholen. Das ist unser Soul Shards Back. Können wir gerne mal reingucken. Da haben wir also schon fleißig gearbeitet. Hier Zombie-Tier 4, der ist schon fast voll. Und da ein Schwein haben wir fast voll. Skeleton ist auch schon 4. Und das sind keine Spawner dabei gewesen, ne? Das sind Chicken? Alles reguläre Tötungen. Ja, das ist Tötungen. Alles reguläre Tötungen. Weil wir nämlich hier in unserer ersten Welt eine Flatmap haben und da ist es sehr lange dunkel. Da ist nämlich Slowtime irgendwie drauf. Ja. Und da kann man so richtig schön alles abschlachten. Funktioniert super. Ja, und dann das, was euch wahrscheinlich so mit am meisten interessiert, haben wir auch schon angefangen. Das ist nämlich hier hinter dieser Wand unsere Waffenkammer. Ich habe schon mal die ganzen Boxen aufgestellt, die Waffenboxen. Und ja, da werden wir uns dann zu gegebener Zeit dann bedienen und hier die Schränkchen alle füllen, dass wir genug Vorrat haben mit allen möglichen. Und hier ist halt unser Plane-Crafting Table und da fangen wir dann auch bald mit an. Wie gesagt, heute ist Sonntag, bis Samstag 23.59 Uhr haben wir Zeit hier zu bauen. Ich denke, wir werden so ab Mittwoch, Donnerstag spätestens anfangen, uns aufzurüsten und die ganzen Fallen zu bauen und so. Aber da werde ich euch dann wieder spätestens wieder dazu holen und mit euch die ein oder andere Falle mal durchgehen. Ach ja, hier unten haben wir noch, da hat Area gestern angefangen hier. Sein Chemielabor einzuräumen. Er hat erstmal ein bisschen IC-Strecke hier gemacht, dass wir auch ein bisschen IC-Strom haben. Generator, Extractor und Kompressor. Und ja, hier sind halt die ganzen Mindchem-Sachen. Und da hat er schon angefangen zu forschen. Und dann wird er hier noch hier dieses riesen Labor reinbauen hier, dieser Fusionsreaktor und was weiß ich. Und dann wird er uns ganz, ganz feine Sachen bauen und extrahieren und basteln und
Also mit Mindstream kann man ja im Prinzip alles herstellen. Man muss ja nur alles einmal gehabt haben, um es analysieren zu können. Und dann, ja, kann der uns quasi fast alles bauen, was wir so brauchen. Wenn du kurz wartest noch, bevor du abmachst, habe ich hier noch einen Mod, den du kurz zeigen kannst. Ja, okay. Denn ich möchte hier. Ah, ja. Unseren Armor Stand. Das ist Area seine Rüstung. Genau. So, und schon haben wir einen dritten, vierten und fünften Mann. Ich habe schon überlegt, ob man sowas vielleicht irgendwo aufstellen kann, so als Erschreckerbasis, dass die anderen denken, oh, da sind hier unsere Feinde. Und dann muss man mal Genau. gucken, ob man sowas machen kann. Natürlich dann mit billiger Lederrüstung. Also da eine Nano-Suite den hinzustellen, das wäre natürlich ein bisschen fatal Das dann. der Ammo-Stand ist auch aus dem Mod, genau wie die Ja, der Dinger Bibliomod, hier, das ist genau. Bibliocraft. Ja, sehr schön. Also mit Bibliocraft kann man halt sehr feine Sachen Ja, machen. echt ein schöner Mod. Auch die Beschriftungen an den Truhen sind auch von Bibliocraft. Ja, feine Sache. Wie gesagt, hier wird sich noch einiges tun. Wir werden natürlich noch weiter aufrüsten, weiter bauen. Die Charts werden noch voll. Und ja, ich weiß gar nicht, was wir noch alles vorhaben. Wir müssen das Ganze dann hier natürlich noch mit Fallen versehen. Das wird, glaube ich, so noch mit die Hauptaufgabe werden. Wird auch die schwierigste Aufgabe werden. Ja, die Basis halt wieder so hinkriegen, weil wir haben ja hier den Mineshaft ein bisschen rumgekloppt und da müssen wir die ganzen Cobblestones wieder austauschen. Ja. Und die Fackeln wieder abmachen und Fallen einbauen, dass ja, man halt, dass es möglichst so aussieht, als wenn hier nie einer gewesen wäre. Und das muss halt relativ natürlich aussehen. Ja. Das ist aber Und Arbeit vom letzten Tag dann. ja, das oder letzten 2 Tage. Da müssen wir nochmal Ja. 20 Dutzend Cleanstone brennen. Das Buch ist Und auch verzaubert mit Power 4. da haben wir also noch was zu tun. So. Gut, ich kann euch das jetzt alles hier ungetrost zeigen, weil das komplette Battle wird ja abgedreht sein, bevor die anderen das sehen. Also von daher kann ich euch unsere Geheimheiten jetzt schon offenbaren. Gut, das war dann halt die erste Folge nach der Startfolge für euch. Ich werde zwischendurch immer was aufnehmen, ein paar Schnipsel oder mal einen Rundgang machen oder wenn ich was Besonderes baue, hole ich euch dazu. So dass wir am Ende dann auf circa 20 Folgen kommen, bevor das eigentliche Battle losgeht. Und ja, wie ich die Cuts machen werde, das wird einfach so aneinandergereiht, was ich so an Material habe. Braucht ihr euch also dann nicht wundern und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt euren Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.